Hänslers schnelle Nummer. Da sind wir wieder. Mit dem fluffigsten Blaubeerpfannkuchen der Welt. Teil 2. Schande war über uns, ja, kübelweise ausgegossen worden, was auch okay ist. Nein, Spaß beiseite. Wir wollen euch mal zeigen, was passieren kann. Heute machen wir es anders. Hoffentlich. So, wir fangen an mit dem Eiweiß. Wir haben wieder Eier getrennt. Jetzt habe ich hier Eiweiß drin. Am Anfang kleine Prise Salz dazu. Los geht, erstmal langsam anschlagen. So, pass auf. Ich habe mit 1 angefangen, bin auf Stufe 3 hochgegangen. Jetzt seht ihr, der hat schon richtig Stand. Der ist schon fast fertig. Das ist der Moment. Ihr bleibt auf 3 und lasst den Zucker einrieseln. So, ja? Ganz leicht. Nicht an eine Stelle. Schön einrieseln lassen. Und jetzt, so, ja, schlagen wir es so lange auf, bis es so einen leicht silbrigen Glanz bekommt. Und noch ein schneller. Bah! So, ich habe das jetzt noch knappe 3 Minuten, mal Vollgas. Seht ihr hier? Guck mal, so muss es aussehen, wie Baiser. So, das da rein. Zum weiteren Vorgehen. Jetzt dieses wunderschöne Gerät zur Seite legen. Pfanne anmachen, das ist die hier. Und dann machen wir in die Pfanne Zucker. Und zwar einen gepflegten Esslöffel. Das nochmal so ein und einen Lütten hinterher. Lassen den Zucker jetzt leicht ankaramellisieren. Kümmern uns um die Eigelbe mittlerweile. Nicht wie beim letzten Rezept, haben wir Sahne genommen. Jetzt sind wir auf Milch umgestiegen. Haben jetzt hier Eigelbe mit Milch. Jetzt kommt Mehl dazu. So. Ihr wisst ja, hinten an der Einkaufsliste gibt es die volle Lutsche. Ja, voilà. So, jetzt passiert Folgendes. Jetzt stellen wir uns bereit. Das Eiweiß gleich da rein, aber erst, wenn hier Karamell und die Blaubeeren und Butter dazugekommen ist. Dann machen wir zack Eiweiß rein in den Teig, unterheben, zack oben drauf, ab in den Ofen. Weil heute muss es klappen. Jesus Maria im Himmel. Zucker fängt jetzt an zu karamellisieren. Das ist der Moment. Flocke Butter dazu. Nehmen die Hitze gleich mit. Jetzt kommen die Blaubeeren rein. Hier, ich habe mal eine etwas größere Schale gekauft, falls das wieder schief geht. Jetzt eine Handvoll. Einmal rein. Kurz anbraten lassen. Na komm, 2 noch hinterher. Jetzt gucken wir dazu, wie das brät. Währenddessen unser wunderbar geschlagenes Eiweiß. Guck mal, so muss das sein. So kriegt das Ding richtig Stand. Und so kann man auch auf Backpulver verzichten. Komm her. Geil. So, jetzt das hier unterheben. Ja, jetzt muss man schnell sein. Unterheben. Jetzt hier. Einmal durchschwenken. Zurückziehen. Verteilen, dass überall welche sind. Jetzt kommt unsere Masse oben drauf. So. Schön so. Na, kleiner Sack da. So. Dann die kleine Handvoll noch oben drauf. Jetzt in den Ofen bei 200 Grad Umluft. Knappe 10 Minuten bei 200 Grad Umluft. Sehr schön. Jetzt geht's los. Das gleiche wieder. Teller rauf. Rum. Jawollo. Guck es dir an. Ist nach außen getrieben. Ah, fluffig. Das sieht gut aus. Was ich jetzt noch schnell gemacht habe, nebenbei, war Butter, bisschen süßen Traum. Also ein bisschen Zucker, Zimt, Kakaobohnen. Ihr könnt auch nur Butter, Zucker, Zimt nehmen. Dann kleine Orange, Zitronensaft rein, bisschen Säure. Lasst das Ganze jetzt einmal ein bisschen ankochen. So. Weil man könnte natürlich jetzt normalerweise, würde man jetzt auf so ein Ding schön Puderzucker drauf haben, guten Appetit. Aber ich dachte mir heute mal, so ein schöner, geiler, butteriger, süßer, säuerlicher, wie soll ich sagen, so ein schöner Sud noch oben drauf. Geil. Das nehmen wir jetzt hier so ein bisschen. Lassen das so leicht rüberlaufen. Der Teller ist vielleicht ein bisschen zu klein dafür, aber egal. So, dann sage ich, guten Appetit. Das wird schön. Jetzt holen wir uns mal wieder runter.
Ja, komm runter, du Fuffi. Ich wollte sie nicht vom Teller fressen, ich wollte sie vom Brett fressen. Freunde der Nacht, du. Trinatalli! Jetzt, man könnte es natürlich auch wie ein Schmarrn aussehen, aber guck mal hier. Oh, hier, guck mal. Da sind auch schön ein paar Blaubeeren drin, deswegen wichtig, auf der anderen Seite welche reinschmeißen. Jetzt gucken wir mal. Oh, was für eine Schweinerei. Wenn das mal eine Henkersmahlzeit wäre, ja? Dann könntest du mich rannabeln. Das ist geil. Lecker. Fluffig. Der zweite Teil hat sich gelohnt. Freunde, hier 50 geballte Jahre Kocherfahrung haben sich ausgezahlt. Wir haben es geschafft, einen fluffigen Blaubeerpfannkuchen zu kriegen. Wir sind stolz auf uns. Happy Day. Hier ist die Einkaufsliste. Geil. Sehr lecker. Und die Einkaufsliste für den wirklich fluffigsten Blaubeerpfannkuchen der Welt. Brauchte für den Teig 2 Eier, 50 Gramm Mehl, 40 Gramm Zucker, 70 Milliliter Milch, Prise Salz. Dann braucht ihr 4 Esslöffel Butter, 2 Esslöffel Zucker vorne, 2 Esslöffel Zucker hinten. Dann braucht ihr eine Zitrone und 1 bis 2 Hände Blaubeeren. Ich habe heute meinen süßen Traum noch benutzt. Das war Henslers schnelle Nummer. Noch mehr Infos findet ihr unter henslers-schnelle-nummer.de. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.